So, nach längerer Zeit, für mich zumindest, geht's mal wieder bei Mass Effect. Für euch sind wahrscheinlich wieder mal 2 Tage vergangen. Für mich einige Wochen. Da ich ja Vorrat genug hatte, der geht jetzt langsam zu Ende. Und ja, ich habe einfach, da der Vorrat mal wieder zu Ende geht, gerade Bock auf das Spiel, weil das andere ist zurzeit Eternal Darkness, aber das geht mir momentan ein bisschen auf die Nerven. Werde es aber trotzdem weiterspielen. Und ja. Stimmt, wir haben ja jetzt Kaidan bei uns im Team. Dann sollten wir ihn gleich noch besuchen gehen. Ich hoffe mal, wir haben gerade keine Prioritätsmission. Wir haben gerade noch eine andere Mission offen als Prioritätsmission. Weil ich mache meistens zuerst immer die Random-Mission. Und dann, wenn alles erledigt ist, mache ich die Prioritätsmission. So. Wo bist du denn? Guter Kaidan. Ach, da sitzt du ja. Gut. Da sind sie ja. Flirten Sie mit mir? Wenn Sie fragen müssen, bin ich wohl aus der Übung. Wenn wir Zeit haben, müssen Sie mich üben lassen. Wissen Sie, ich habe ein bisschen nachgedacht. Oh. Okay, geben Sie es mir. Diese Cerberus-Wissenschaftler waren also gute Leute. Was meinen Sie? Ich meine, Dr. Cole und ihr Team wirkten wie gute Leute. Was heißt das für uns? Es könnten doch noch mehr wie Sie bei Cerberus sein, die eigentlich nur weg wollen. Was sollen wir Ihrer Meinung nach tun? Ich weiß nicht, Shepard. Solche Entscheidungen sind schwer. Die Entscheidung, einen für viele zu opfern. Die Entscheidung, jemanden zurückzulassen. Die kann man nur treffen, wenn es soweit ist. Und daher muss ich sagen, ich weiß es nicht. Stimmt, die Sache mit Ashley damals, da mussten wir sie ja zurücklassen, um halt Kaidan zu behalten. Die hat sich halt dann geopfert. Wer immer uns um Hilfe bittet, so wie diese Leute, bekommt sie auch. Mehr können wir nicht tun. Ich weiß. Manchmal fühlt sich das an, als wäre es nicht genug, aber mehr geht eben nicht. Waren die Wissenschaftler, die sie zusammengesetzt und ihr Leben gerettet haben, gute Leute? Sie waren Profis. Ich kannte sie nicht alle. Und der Unbekannte? Ob er ein guter Mensch war? Früher? Jemals? Naja, er gab mir, was ich gegen die Kollektoren brauchte. Eben. Genau. Und Sie haben das alles nie kommen sehen? Von ihm? Ich weiß gar nicht, was ich von Ihnen hören will. Ich denke, ich suche nach Erkenntnissen über den Unbekannten. Irgendwas. Damals wollte er das Beste für die Menschheit und hatte gewaltige Ressourcen. Aber dann sollte die Menschheit um jeden Preis an erster Stelle stehen. Und das ist etwas anderes. Und nein, ich habe das von ihm nie kommen sehen. Okay. Danke, Shepard, dass wir darüber sprechen konnten. Und Sie sollten sich irgendwie von diesen Dingen ablenken. Ich weiß. Joker hat mich um Tipps fürs Pokern gebeten. Er verliert ständig alles an James. Viel Glück. Joker hat ein grauenhaftes Pokerface. Ja, ich liebe Herausforderungen. Man sieht sich. Unbedingt. Interessante These, wie der unbekannte Dame ist und ob er wirklich gut oder böse ist. Das ist wirklich schwer zu sagen. Momentan, also jetzt aktuell ist er noch der Böse, weil er greift uns ständig an und ja, macht viel Ärger. Aber vielleicht wendet sich ja noch das Blatt. Was sagt das Terminal? Mal Nachrichten vielleicht?
Nein, wir haben keine Nachrichten. Gut, gucken wir doch mal, wo wir denn jetzt als nächstes hin können. Galax waren wir. Die Perseus-Nebel waren Prioritätsmissionen. Also Story-Missionen. Auf der Citadel, das waren kleine Nebenmissionen, die sich noch ergeben werden. Das sind zwei DLCs. Lass Doc zu Doc 42 gehen. Arnusbecken. Wettekopfnebel. Quarianer. Nima-Cluster. Sigurdwiege. Ja, wenn ich alles erforscht hier. So gut wie. Außer da, aber es war, glaube ich, nur ein. So ein Wrack mit Benzin. Ja, wo was fehlt, das sind, glaube ich, so kleine Benzinlager, soweit ich weiß. Die habe ich dann nicht gebraucht. Da muss ich auch noch mal ein bisschen näher nachgucken. Ja, wir fliegen mal zur Außenzone. Story-Mission oder ist das jetzt eine Random-Mission? Aber wir können es ja mal versuchen, weil das andere sehe ich sowieso gerade nicht groß, außer die DLCs. Ja, komm, docken wir mal an. Commander Shepard, schön, Sie wiederzusehen. Ich wünschte nur, die Umstände wären angenehmer. Ich hatte auf Ihre Unterstützung gegen die Reaper gehofft. Was geht hier vor? Vor 17 Tagen haben die Quarianer mit Angriffen auf 4 Gersysteme den Krieg zur Rückeroberung begonnen. Eine klare Verletzung unseres Abkommens mit dem Rat zur Vermeidung einer Provokation der Geth. Eine Vertragsverletzung ist nichts verglichen mit der Inbesitznahme unserer Heimatwelt und Top-KI-Technologie. Ihre Heimatwelt? Sie meinen Runoch? Genau, Commander. Vor 300 Jahren haben wir unsere Welt an unsere eigenen KI-Schöpfungen, die Geth, verloren. Nachdem wir versucht hatten, sie zu töten. Wir wollten sie nicht töten, Corris. Wir wollten sie deaktivieren. Es war kein Mord. Töten, deaktivieren. Töten ist so organisch betrachtet. Deaktivieren passt mehr zu den Geths, weil ich glaube, die Geths sind eher so, ja, Maschinen. Obwohl, wir haben ja einen Geth, der relativ sich human verhält. Doch, es war Mord. Commander, die Quarianer hatten niemals vor, eine echte KI zu erschaffen. Es war ein Missgeschick. Dass sie dadurch korrigieren wollten, dass sie umbringen. Ach, würden wir zugeben, dass wir im Irrtum waren, wäre dieser verrückte Invasionsplan nicht länger gerechtfertigt. Sie greifen die Geth an? Schon wieder? Und diesmal bedeutet es vielleicht das Ende für unser Volk. Wir hatten die Gersh schon zurück im Heimatsystem, als plötzlich dieses Signal an alle Gersh-Schiffe ging. Ach, die Reaper. Unter der Kontrolle der Reaper sind die Gersh deutlich effektiver. Unsere Flotte ist im Heimatsystem festgenagelt. Wenn wir siegen wollen... Siegen? Sie wollten die zivilen Schiffe, Admiral Garrel. Wir müssen uns zurückziehen, sonst verlieren wir die Lebensschiffe. Woher kommt das Signal? Von hier, einem Schlachtschiff der Geth. Es ist allem überlegen, was wir haben und hat eine starke Verteidigung.
Das Tarnsystem der Normandy kann uns unentdeckt hinbringen. Ich gehe an Bord und deaktiviere das Befehlssignal der Reaper. Ja, das Abschalten des Signals müsste die Gets komplett ins Chaos stürzen. Und wenn die verwirrt sind, fliegen sie zu einem Massenportal und ziehen ab. Gut. Unsere zivilen Schiffe haben schon zu viele Kämpfe miterlebt. Sind Sie sicher, dass Sie das Signal deaktivieren können? Wir bringen Sie hier sicher raus, Admiral. Unser neuester Admiral hat uns freiwillig sein technisches Fachwissen angeboten. Tali Zora was Normandy meldet sich zum Dienst. Gut, dass Sie kommen konnten, Tali. Admirals, ich stelle ein Team für die Schlachtschiffaktion zusammen. Danke, Commander. Admiral? Das ist nur eine Formalität. Ich bin eine Geth-Expertin. Das sind Sie. Es freut mich, dass Sie hier sind. Hätte ich das gewusst, wäre ich früher gekommen. Sie hatten eigene Probleme. Tut mir leid wegen der Erde. Wir haben die größte Flotte der Galaxie. Wenn Sie uns helfen, greifen wir die Reaper mit allem an, was wir haben. Oder was davon nach diesem dämlichen Krieg noch übrig ist. Ich dachte, Sie unterstützen die Invasion. Nein, nach dem Gespräch mit Legion glaubte ich, dass es vielleicht doch eine Chance auf Frieden gibt. Und warum helfen Sie ihnen dann? Ich bin ein Admiral. Die Leute wollen Führung von mir. Öffentliche Uneinigkeit würde die Flotte spalten. Ich hole Ihre Leute sicher hier raus, Tali. Danke, Shepard. Und nur damit Sie es wissen, vor den Admirals muss alles strikt professionell bleiben. Für alles andere sollten wir uns privat treffen. Natürlich. Ich bin bereit für das Schlachtschiff, sobald Sie es sind. Okay, hallo Tali. Schön, dich wiederzusehen. Wir hatten ja schon in Mass Effect 2 das Vergnügen. Ja, das war nämlich Tali Zora, unsere Geth-Expertin. Und ja, wie ich finde, auch eine Nummer 1 Technikerin, wenn es um solche Sachen ging. Also, ja. Ach stimmt, ja. Es ist eine Prioritätsmission. Also es ist ja Persis-Nebel, Schlachtschiff ausschalten. Haben wir denn sonst noch was? Ich schau mal gerade nochmal in mein Logbuch rein. Aber da war größtenteils Citadel. Das Geth-Schlachtschiff war Priorität. Ich müsste ja eigentlich nur ein bisschen auf das Citadel abarbeiten. Das ist mir ein bisschen groß, die Liste. Mit dem Schlachtschiff lasse ich mir noch ein bisschen Zeit und gehe erstmal zu Citadel hin. Weil, ich möchte gucken. Achso, persönlicher Part. Stimmt, das persönliche Apartment war ja noch gewesen. Da kann ich theoretisch auch mal gleich hin. Ich mag die Loadscreens. Nachricht wegen des Apartments geschickt. Sie sollen es haben. Befreien Sie mich davon. Ist das Ihr Ernst? Sie brauchen etwas Eigenes, wo Sie auftanken können, den Kopf freikriegen. Kay
sehr großzügig. Es ist praktisch. Wir brauchen sie in Topform. Ausgeruht, konzentriert. Wie Sie meinen. Danke. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Es gehört jetzt Ihnen. Das kriege ich sicher hin. Okay. Gut. Das wollte ich schon lange tun. Wir reden in Kürze wieder. Seien Sie vorsichtig da draußen, Anderson. Sie auch, Shepard. Oh, interessant. Sehr interessant. Guck mal an. Peinliche Momente. Davon gibt's mehr, als jemals irgendwer erfahren wird. Nur dadurch lernt man. Aber wenn ich einen für die Öffentlichkeit auswählen müsste... Ich war gerade in die N7 befördert worden. Voller Selbstbewusstsein, der König der Welt. Ich hab dann irgendwelchen unerwünschten... Neue Nachricht haben wir also. Ja, geil. Ist ja ein ziemlich stilisches Apartment hier. Nein, nein, schon gut. Ein paar Minuten habe ich. Erst Kontaktkrieg. Ja, ich war dabei. Mein erster echter Kampfeinsatz. Der erste für viele von uns. Ich erinnere mich noch an eine Nacht in der Anfangsphase des Krieges. Ich saß angeschnallt auf meinem Platz, als unser Transporter sich der LZ näherte. Alle haben geschwiegen. Man hörte nur unser Atmen. Gute Männer. Wir waren alle zusammen ausgebildet worden. Ständig rissen wir Witze und alberten herum. Aber diesmal nicht. Da war nur das Rumpeln des Shuttles und dieses schwere Atmen. Wir alle dachten dasselbe. Wir bekämpfen jetzt außerirdische Invasoren. Aliens. Man stelle sich das vor. Wir waren alle mit der Frage aufgewachsen, was da draußen wohl sein mochte. Oder ob wir allein im Universum waren. Und jetzt wussten wir es. Wir waren nicht allein. Und das brachte uns Probleme. Wir standen also kurz davor, einem Feind zu begegnen, der so anders und unbekannt war, dass wir es uns nicht mal vorstellen konnten. Ich wusste, dass ich etwas sagen musste, um die Männer zu beruhigen. Also drehte ich mich zu dem Soldaten neben mir um, ich glaube, er hieß Hendricks, und fragte ihn, wie es seiner Mutter ging. Gut, antwortete er. Warum? Weil ich gehört habe, dass ihre Frau Mama so hässlich sein soll, dass die Marines sie für einen Turianer gehalten haben und beinahe erschossen hätten. Einige haben daraufhin gegrinst. Und dann wandte sich Hendricks mir zu und sagte, verdammt, Anderson, und ich habe gehört, dass ein Bild von ihrer Frau Mama diesen verdammten Krieg überhaupt erst ausgelöst hat. Es hat die Turianer zu Tode erschreckt. Darüber haben wir dann alle sehr gelacht. Und die Jungs haben in dieser Nacht großartig gekämpft. Manchmal braucht es eben nicht viel, nur einen Witz, einen Schulterklopf, einen kleinen Hinweis darauf, dass schon alles wieder in Ordnung kommt. Okay, interessante Geschichte. Okay, Joker also. Was haben wir hier Schönes? Ach so. Hier können wir jetzt ausstatten, eine kleine Bude. Das ist ja ein nettes Future. Das finde ich echt schön, was sie eingebaut haben. Ach, guck mal da. Das ist die Normandie in klein. Eine Musikanlage. Das ist ja cool. Die vor der Schlacht um die Citadel an Commander Shepard überstellt wurde. Ich bin nicht sicher.
Okay. Ist ja nice hier alles. Ja. Das ist sehr, sehr nice, was man uns hier gegeben hat. Ein ganzes Apartment für uns allein. Mit allem drum und dran. Okay, ist alles sehr interessant hier. Okay. Interesting. Was haben wir hier noch? Das ist das Bett. Das ist eine Waffenmodstation. Ja, alles was wir brauchen. Alles was wir brauchen ist hier. Sogar ein Whirlpool. Boah, das ist ja ein richtiges Luxus. Das ist ja richtig Luxus-Apartment hier. Ziemlich cool. Das ist ein echt geiles Future, muss ich sagen. Das ist ein echt geiles Future. Da ist noch was. Der Massenportale, Wunder der Technik.
So, ja. Dann würde ich sagen, ja, es ist ein bisschen wenig passiert in dem Part. Wir haben einfach mal schlicht ein Apartment erkundet, das wir jetzt ganz überraschend bekommen haben. Ja, und mal schauen, was der Fahrstuhl hinbringt. Ich denke mal, wir führen uns jetzt direkt zur Citadel. Was gut ist, denn dort werden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bzw. dort weitermachen. Denn ich möchte gucken, ob ich denn nicht noch was abgeben kann hier und da. Oder ob es jetzt noch zu früh ist dafür. Weil es wäre nämlich schade, wenn ich jetzt noch was verpasse zwischendurch. Und das. Commander Shepard, Ihr Tisch ist bereit. Okay, gut. Dann sehen wir uns hier das nächste Mal wieder. Bis dann.